Hi Leute und willkommen zurück zu Okami. Wir haben letztes Mal diese Küste hier befreit und mit den Leuten geredet und wir haben herausgefunden, wir können nicht auf diesen blöden Turm hier vorne, weil Emmy nicht hoch genug springen kann. Na gut. Wir haben auch erfahren, es gibt einen Hammer auf dem Schiff im Hintergrund, da hinten, der uns winzig klein machen kann. Wofür das gut sein wird, keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden. Sonst war hier eigentlich nicht mehr viel. Außer dass wir noch ein paar Gegner hier herausfordern können. Und ja, gucken wir nochmal, ob wir irgendwie zum Schiff kommen. Wir haben schon gehört, da ist ein Wasserdrache. Wir können da so lange nochmal hier ein bisschen kämpfen. Na komm. Ah, das ist so. Ich weiß nicht, was dieses Schwert soll, aber irgendwie ist es nicht ganz so geil, wie ich gehofft hatte. Und zack. Ups. Nicht auf den. Danke. So. Und zack. Viel zu langsam. Naja, gut. Egal. Ich habe trotzdem 1500 Yen bekommen. Passt also. So, kaufen wollten wir nichts. Gegen den kämpfe ich aber trotzdem nochmal. Einfach nur, weil wir es können. Na komm, füllen wir ab. Okay, wir müssen warten. Warum auch immer man das machen muss, damit er halt verdutzt ist. Nur zwei Schläge machbar. Ja, komm. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber trotzdem gute Zeit. Immerhin etwas. So, ich sehe schon, da hinten kann man irgendwie rein. Was ist das für eine Muschel? Hä? Was kann ich damit machen? Ich dachte, jetzt passiert irgendwas mit der Muschel. Nein, es wird einfach nur Tag. Wow. Ein Knochen. Erhalten, heiliger Knochen. Jawohl, nehme ich gerne. So gut, dann probieren wir mal in das Schiff reinzukommen. Was ist das? Vielleicht gehen wir auch dahin. Jetzt bin ich eher gewollt, hier hinzugehen. Aber nur weil ich wissen will, was hier ist. Viel ist es nicht, aber immerhin. Etwas. Oh nein, oh nein. Ach, Schwein gehabt. So. Exorzismus S. So, haben wir hier irgendwas Cooles? Außer, dass wir hier wieder nicht hochkommen. Oh, Affenfüttern. Ihr fresst bestimmt Fleisch, oder? Jawohl. So ist richtig. So, leider kann ich hier nicht buddeln. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Oder kann ich hier bewässern, indem ich hier irgendwie fett mal. Ups. Nö. Schade. So, was ist das denn hier? Dojo, tritt ein und bring Geld herein. Geht das nur mir so? Achso, hat er jetzt gesagt. Gehst du mir so oder ist dieser Platz begierig auf neue Kunden? Wahrscheinlich. Gucken wir doch mal. Wir haben gerade alles ausgegeben. Du schon wieder? Was zum. Tatsache. Sieh an, wer da ist. Sei gegrüßt, mein kleiner Wolfsfreund. Hä? Hey, Großväterchen. Was machst du hier? Ich bin so schwer zu fassen wie meine Kampffähigkeiten, Freund. Egal, ob eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der geilste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Und was hat dich hierher gebracht? Suchst du schon wieder nach meinen Anleitungen in der Kunst des Kämpfens? Ja. Wow. Achso, nur 20.000, das geht. Nochmal 30. Boah, Alter, hat der viele Sachen. Was?
Jetzt übertreiben sie ja mit 2 Millionen. Gott, vielleicht ein brauner Zorn. Was zum Henker? Das klingt irgendwie wie das Gegenteil von dem so ein bisschen. Möchte ich das wirklich haben? Spiegelschrei, dritter Schritt. Wassergeistersturm und erhöhe die Angriffsrate noch höher. Das ist eigentlich ganz geil. Wir müssen halt noch ein paar Sachen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ein Ort wie dieser ist kein Ort, um zu spielen, Freund. Du solltest nach draußen gehen, wo es nicht so gefährlich ist. Ja. Ich meine, jetzt können wir noch mal eine Menge Geld ausgeben. Krass, aber... Wie sollen wir denn an 2 Millionen Credits rankommen, ernsthaft? Ist das überhaupt möglich? Na gut, dann haben wir hier erstmal nichts zu tun. Ich versuche mal ans Schiff ranzukommen. Los, schwimm, Emmy, schwimm! Hey, ist das schneller als normales Schwimmen? Gefühlt ist das so. Wissen tue ich es nicht wirklich. Nein! Oh mein Gott. Puh. Ich dachte, ich ersauf da drin jetzt. Da ist doch was von wegen... Eine Bombe. Wobei, da hinten aufs Heck kämen wir vielleicht rauf. Kann ich da irgendwie eine Bombe platzieren? Die schwimmt. Könnte klappen. Vielleicht nochmal weiter hin. Oh Gott. Was ist das denn? Okay, da oben. Guck mal, was passiert. Wobei, wenn wir das ein bisschen so machen. Ah, schade. Okay, vielleicht müssen wir sie erst anheben. Aber wie sollen wir das ganze Schiff anheben? Keine Ahnung. Naja, gut. Gucken wir nochmal. Na komm. Ah, wir können da wahrscheinlich rauf. So. Was haben wir denn hier? Ah, schöne Musik. So, können wir irgendwas... Ah, Moment. Hier können wir... Emmy? Emmy, hör auf mich zu verarschen. Wieso? Nein! Nicht ersaufen! Puh, Schwein gehabt. Na toll. Okay, wir versuchen es mal. So, geht nicht. Na toll. Wie komme ich denn da hoch? Oh, ich werde rüber geglitscht. Ernsthaft? Oh, das ist ja doof. Wie komme ich denn da jetzt ran? Kann ich hier unten hin? Ah, ja, kann ich. Sah jedenfalls gerade so aus. So, und jetzt? Kann ich irgendwas machen? Nö. Fantastisch. Naja, gut. Wir dürfen das nicht vergessen, dass da oben noch Sachen sind. Kann ich hier was kaputt machen? Sieht alles so zerbrechlich aus. Scheinbar nicht. Hier unten haben wir vielleicht auch noch was? Ja, sollen wir da... Was für ein trauriger Anblick. Ich wette, das war ein schönes Schiff in seinen guten Tagen. Es könnte viele Dinge an Bord gehabt haben. Aber wie könnten wir da reinkommen, ohne zu ertrinken? Gute Frage. Wir bräuchten halt irgendwie eine Taucherglocke oder so ein Kram. Moment, kann ich vielleicht... den Mast hier? Aha, Kamera dreht sich schon mal. Nein! Oh. Ich weiß es nicht. Ich spring mal hier runter. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas, habe ich gedacht, aber scheinbar nicht wirklich.
Hallo? Geh doch da hoch. Och, Emmy darf nicht. So, gut. Dann, ja, probieren wir es einfach nochmal hier lang. Ja, komm. Aha. Aha, aha, aha. Es funktioniert. Und, aha, super. Erhalten verstreute Perle. Schön. Alle Perlen zu finden ist wahrscheinlich unmöglich. Erhalten goldener Pfirsich. Ah, okay. Das weiß ich immer noch nicht, was hier sein soll. Immerhin waren wir jetzt hier oben. Super, würde ich sagen. Super. Hilft mir nur leider nicht. So, außerhalb hatten wir noch dieses Leuchten gesehen, wo wir eigentlich mit einer Bombe was kaputt machen können. Ansonsten sehe ich hier eigentlich gar nichts. So. Gucken wir es einfach nochmal. Die schwimmt doch jetzt direkt da dran. Nö, keine Ahnung. Tja, dann, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Dann müssen wir wirklich da oben rauf, aber ich weiß nicht wie. Wir können erstmal weitergehen. So. Schneller, schneller, Emmy, schneller. Wir wollen nicht ertrinken. Okay, die antasten. Wow. Wir trinken gleich. Nein! Oh, wow. So. Das war knapp. Das war sogar ziemlich knapp. So, da können wir leider nichts kaufen. Hier haben wir was. Wir müssen öfter gegen Gegner kämpfen, habe ich gemerkt. Weil sonst können wir uns den ganzen Kram nicht leisten. Aha. Oh, ein kleines Wildschwein. Komm her. Nicht? Dann halt Samen. Oh Mann, oh Mann. So, dann. Ich befürchte, es kommt jetzt dreimal das Ganze. Was? Oh, komm schon. Aha. Oh, es kommt wirklich dreimal. Immer gibt es gute Erfahrungen dafür. Oh, das sind sogar zwei. Davon. Oder auch doch nur einer. So, dann wird hier wahrscheinlich noch ein dritter kommen. Ich noch ein paar Schall behaupten. Oh, normales Schwein. Toll, bin trotzdem nicht mehr Glück. Geiziges Schwein. Ja, es interessiert mich gar nicht, ob Nacht wird oder doch. Ey! Oh, ist das Ding einfach weg. Komm her. So. Kann ich Eis? Oh, ich darf kein Eis. Wow. Ja. Oh, ein Ohr, wow. Das ist ja fantastisch. Wow. Wow, wow, wow. Haut drauf, Emmy, haut drauf. Wobei, wir können ja. Oh, sehr schön. Zack. Und zack. Na komm.
Und durchschneiden. Oh, jetzt haben wir uns das angebracht. Beides war, glaube ich, jetzt der Elektro. Keine Ahnung. Oh, dieses komische Ohr. Eins von beiden. 5000 Yen. Nice. Das sollen wir öfter machen. 5000 lohnt sich richtig gut. 8 Kämpfe und wir haben den Dingens voll. Das ist eine teure Fähigkeit. Wo ist er hin? Ich weiß einfach nicht, wo mein Inaba hingegangen sein könnte. Das ist eine der Gefahren, wenn man ein Haustier hat. Hast du ihn gesehen, Welpe? Nö. Aber was ich gesehen habe, ist Gegner. Oh. Aber ich hab mir auch schon länger nicht mehr. Wer weiß, wozu es noch gut sein wird. Wow, wow, wow. Feuerspucker. Das ist ein Ding nicht in Ordnung. Ah, toll. Wie waren die Viecher nochmal? Ach, stimmt, diese Kugeln abschießen, ne? War das so? Ja, hier, komm. Ja, so war das, okay. Oh, ich kann sogar meine Waffe aufladen. Cool. Na toll. Cool, cool, cool. Das war früher gewusst. Oh, durchschneiden. Perfekt. Cool, cool. So macht die Waffe auch Spaß. Wenn wir es aufladen können und sogar halten, während wir laufen. Das ist cool. So, komm her. Ich nehme mich auch nochmal mit. Und zack. Achso, ne. So, komm her, mach deinen blöden Scheiß. Okay. Wirf deinen Scheiß. Danke. Aha. Also aufgeladen macht das Schwert wesentlich mehr Schaden. Um einiges. Cool, cool. 1000. Hm. Die 5000 haben mir echt schon gut gefallen eben, aber... Hm. So, wir sollen für den irgendwas suchen. Ja, gut. Nicht mit uns. Jedenfalls nicht jetzt. So, was haben wir denn noch so? Noch ein Gegner. Den wir natürlich auch mitnehmen. Wir haben gemerkt, wir brauchen Geld. Oh, hat ihn sogar getötet. Ja, ja. Boom. Das gefällt mir. Sehr, sehr geil. Oh, 1500 ist auch okay. Hat ja nicht allzu lange gedauert. Oh, da können wir noch was machen. Wahrscheinlich hier so ein Kleeblatt. Oder eine Box. Okay. Ein Kristall. Kristall, der einen verzauberten Glanz ausstrahlt. Wahrscheinlich können wir die nur verkaufen. Glaube ich. Keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden irgendwann. So, komm mal her. Hier so. Oh, toll. Ja, ja, mach. Komm. Das war ein One-Hit. Nice. Also, dieses Aufladen ist super. Okay, jetzt mag ich das Schwert wieder. Zeit ist super. So kann das bleiben. So, da haben wir noch einen Gegner. Oh, und danach sogar noch einen. Hey.
So, ein Zahn. Wow. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch viel mehr von den Zähnen. Einfach nur, weil wir von den Kohle oder von den Fähigkeiten auch noch so viel lernen können. Na toll, jetzt habe ich den verpeilt. Schade, Schlangen hilft. Wow, der lebt ja noch. So. Zu schneiden bringt nichts, haben wir gemerkt. Deswegen brauchen wir uns auch keine Mühe geben. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll, mit welcher Technik. So, wir haben jetzt schon wieder 31.000. Das ist nice. Boom. Und zerschneiden. Na, schade. Es war zu spät. Ja, immerhin zwei Stück. Ist auch okay. Und Money ohne Ende. Perfekt. So, was haben wir hier? Was zum... Ein Kätzchen. Nein, Fisch. Okay. Cool, ist ja auch anfauchen. Anfauchen, Mann. Ich kann nicht mehr sprechen. Die Bellenperlen. Danke. Nehme ich gerne. So, haben wir noch irgendwas Cooles hier? Irgendwas hier an der Seite? Nö. Oder? Man könnte da gut was verstecken, auf jeden Fall. Ja, und das ist wirklich was. Aha. Dann buddeln. Na komm. Das war doch ein super guter Kreis. Hm. Eine Perle. Sehr schön. So, und wie komme ich jetzt hier weg? So auf jeden Fall nicht. Hm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich versuche da wieder hochzukommen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin dann. Ciao.